Ich bin Robin von About an Author und ihr seht Walnut TV. Wir spielen Screamo. Ich glaube, das ist eigentlich ganz simpel gesagt. Denn wir machen Screamo-Teile und mit ein paar Gesangteile natürlich noch dazu. Wir hatten ja die Band Answer Glory davor. Es hat sich so ergeben, dass die Band sich aufgelöst hat. Aus Zeitmangel und aus verschiedenen Interessen. Und jetzt haben wir die Initiative ergriffen, da eine neue Band zu machen. Und daraus ist About an Author entstanden. Drei Musiker von Answer Glory haben weitergemacht und wir haben viel vor. Okay, gut. Heute ist euer erster Gig. Nervös? Ja. Denkst du, es ist genug geübt und wie sind so deine Erwartungen? Ja, wir haben sehr viel geübt, haben auch sehr viel vorbereitet für die Show. Und ich hoffe, dass viele Leute da sind, dass die Menge abgeht und dass es gut ankommt und dass wir einfach beeindrucken können damit. About an Author hat meine Freundin erfunden, jetzt ist es raus. About an Author heißt über einen Schriftsteller. Jeder Mensch hat eine Geschichte und entweder man schreibt die selber. Als Christ würde ich jetzt sagen, Gott ist mein Schriftsteller von meinem Leben. Er hat viel mit mir vor und mit uns vor und wir sind einfach gespannt auf die Geschichte, die er schreibt. Wir haben jetzt die EP fertig und wir schicken jetzt die EP an verschiedene Veranstalter und Booker und Manager raus und erhoffen uns da recht viel, denn uns gefällt es sehr und was wir vorhaben, wir wollen viel touren, so viele Konzerte wie möglich spielen. Also der Spaß ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, das darf man nicht vergessen und auch nicht verlieren, sonst macht es keinen Spaß. Natürlich treibt uns auch Gott an, denn er ist unser bester Freund und wir wollen einfach auch zwischen den Liedern manchmal einfach unser Statement geben, was wir glauben und wollen auch niemand aktiv bekehren, aber wir wollen einfach nur sagen, hey, wir haben was und wir glauben dran und es ist gut und wir lassen dem Publikum einfach eine freie Entscheidung. Grüße euch und wir freuen uns wirklich auf viele Shows mit euch und wir sind gespannt, was kommt.